Muss kurz gucken, wo ich da hinlaufen muss für. Okay, es gibt keinen direkten Zugang, oder? Doch, hier hinten hin. Oberes Lanusea. Fernleger Bierhafen. Da können wir versuchen, mit dem Fähranleger zu fahren. Wir gucken mal. So. Wo ist denn der Fähranleger? Hä? Nee, da muss ich doch zur Fischergilde. Es ist immer so verwirrend hier. Wir gehen mal dahin. Da ist nämlich auch ein Bootsanleger. Boah, man sieht das richtig hier, ne? Boah, das tut so weh. Aber naja. Da. Zum Bierhafen. Sobald ich Stufe 15 erreicht habe, natürlich. Oh Gott, ey. Die machen mir mein Leben gerade nicht einfach. Sturmtor. So. Ich muss mal kurz gucken, wo ich jetzt hinlaufen muss. Ich hätte mich hier hinporten sollen. Dann porten wir uns mal kurz. Wir müssen hier hinten hin. Ja, die Quest geben wir nachher ab. So. Jetzt heißt es erstmal sprinten, was das Zeug hält, Leute. Erstmal sprinten. So. Das ist das Einzige, was ich echt nicht mag an den unteren Stufen. Du musst so ewig und 12 Tage lang rennen immer. Ach ja. Immer schön rennen, 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 rennen. Das sind wilde Schakale. Da-da-da-da. Stufe 13. Happy Psyche. Wo geht's lang? Da.
Okay. Und wir rennen, was das Zeug hält. Vor dem Schakal weg. Das meine ich damit, wenn man scheiße ausgerüstet ist oder sehr nah an dem Level von den Viechern, dann greifen die einen einfach an. Das passiert dann. Westliches Lanossee. Ja. Ich bin hier gerade mitten in einem Fate gelandet. In einem Bosskampf. Geil. Yes. Nein, denn in der 1 Minute kriege ich den nicht platt, glaube ich. Da bin ich wieder zu spät. Mäh. Egal, ich krieg den so weit runter, wie es geht. Komm schon. So, wir heilen uns jetzt mal ein Stück weit. Ja. Das schaffen wir leider nicht mehr, glaube ich. Egal, wir haben immer ein bisschen was gekriegt. Das ist ja schon mal was. Und es war echt knapp. Wäre ich vielleicht ein Level höher gewesen, dann hätte es eventuell geklappt. Die werden auch alle erledigt. So, dann können wir uns da unten jetzt mit dem Etheriten harmonisieren. Weil wir hier wahrscheinlich noch öfters mal hin müssen. Ah, guck mal, da ist ein Blitzhexagon. Sehr gut. Brauchen wir fürs Bestarium. Ich brauche noch 2 Blitzhexagone. Ich hoffe, das war jetzt kein Glück, dass hier zufällig eins war. Muss mal kurz gucken, ob hier in der Nähe noch eins ist. Da vorne sind noch welche. Sehr gut. So. Also es ist halt immer schön, wenn man halt so nebenbei immer ein paar Sachen machen kann. So. Jetzt aber. Da ist nämlich noch ein Schokobuffer-Leier und dann können wir gleich vielleicht mit einem Schokobuffel reiten.
So. Nein, ich brauche gerade keinen Schokobo. Dankeschön. Aber gleich kann ich einen gebrauchen. So, harmonisieren. Wie viel haben wir denn? Ja. So. Mal gucken, wohin das Schokobo mich bringt. Ja, komm nach Limsa. Gib ihm. Dann zeige ich euch, wie das ist. So, wie gesagt, der zeigt euch ja, wo wir hinreiten. Und ja, der bringt euch jetzt ganz automatisch irgendwo hin. Ich muss nichts machen. Es ist halt ganz cool. Ja, ist das praktisch. Ich muss nichts tun. Und es greifen dich auch keine Mobs an, wenn du hier auf so einem Schokobo sitzt. Das ist halt auch mega praktisch. Und dafür zahlst du halt ein bisschen Gel. Oh, dann wirst du halt transportiert. Das ist halt super praktisch. Immer schön. Nicht schön, wie man hier kutschiert wird. Perfekt. Ist das nicht schön, sowas? Ha. Fein. So, auch zur Hermetiker-Gilde. Willkommen zurück, Saika. Du siehst ziemlich geschafft aus, wie eine fleißige Hermetik-Schülerin auch aussehen sollte. Haha. Killia wartet bereits auf dich, also mach dich schnell wieder auf den Weg. Sie sagt, dass sie Hilfe bei einer Wareninspektion braucht. Aber ich wette, sie hat sich wieder eine wertvolle Lektion für dich ausgedacht. Hör dir gut an, was sie dir zu sagen hat. Yay. Die ist unterhalb von dem Raum. Immer schön zu sehen, sowas. Ich habe schon auf dich gewartet. Verlieren wir keine Zeit. Heute haben wir es mit einer Goblin-Karawane zu tun, den Brodelsocken. Wir vermuten, dass die Karawane mit verbotenen Gütern handelt. Mit Schmugglern ist nicht zu spaßen. Die Chance, dass sie bei einer Inspektion gewalttätig werden, beträgt im Durchschnitt 71,17%. Ich habe bereits anhand aller taktischen Parameter einen Schlachtplan entwickelt, aber zuerst muss ich dir ein wichtiges strategisches Detail mitteilen.
Schlachtpläne verstehe ich mich, aber das Kämpfen selbst überlasse ich lieber den Spezialisten. Bedenke das, wenn du deine eigene Taktik planst. Wechsel sofort zu Angriffsmuster 1, 3, 4, 5, wenn es zu einer Kampfsituation kommt. Auch bekannt als konzentrierter Beschuss. Wenn du deine Feuerkraft mit der Smaragd-Karfunkels kombinierst, ist die Feindmoral im Nu gebrochen und die Siegeschancen steigen auf 94,94%. Die Karawane macht momentan im Zentrum Lanoceras, genauer gesagt in der Nähe des Kochkessels. Das ist unsere Gelegenheit. Wir sollten sofort aufbrechen. Porten wir uns mal kurz dahin. So. Da bist du ja wieder. Was ist aus der Lieferung Orangen geworden? Ist sie sicher am Latag am Grenzposten angekommen? Du hast sie dort abgeliefert? Vielen Dank, dass du dich um die korrekte Zustellung gekümmert hast. Dieser Sephrin wollte also tatsächlich unsere Orangen unterschlagen. Dann hat dieser Halunke sich auch noch mit einer Goblin-Bande eingelassen und so seine Kumpane in Gefahr gebracht. Aber es wundert mich nicht, dass er seine Komplizen im Stich gelassen hat. Dafür, dass er sich als erfahrener Seemann nicht an die Feldarbeit gewöhnen kann, hatte ich noch Verständnis. Aber seine Gaunereien sind nicht mehr zu entschuldigen. Du solltest dich auch etwas vor ihm in Acht nehmen. Man kann nie wissen. Erfahrungsstufe gestiegen. Ja, wir haben jetzt Klartraum. So, das heißt, wir können bald mit der Fähre fahren, was sehr gut ist. So, tschung. So, dann machen wir noch kurz unsere Klassenquest. Dann muss ich langsam Schluss machen, weil wir wollen gleich einkaufen fahren. Also wir müssen einkaufen fahren, weil ich am Wochenende Kekse backen möchte. Oder morgen vielleicht sogar schon. Vielleicht mache ich daraus auch noch ein kleines Video. Mal schauen. Wir schauen mal. Das ist wieder ein Spielen halt. Einen schönen guten Abend, meine Herren Händler. Mein Name ist Kilia, Inspektorin der Melvaner Zollbehörde. Sie haben bestimmt nichts gegen eine spontane Überprüfung Ihrer Waren, nicht wahr? Also dann, weg da von dem Karren. Wir Prüfungen hassen, das macht uns wütend. Wie erwartet, Sie gehorchen nicht freiwillig. Nimm Sie unter konzentrierten Beschuss. So, der ist auch fast platt. Errungenschaft freigespielt. Siegesruhm 1.
Hervorragende Strategie, du hast das Geschehen fest im Griff, wie der verehrte Gildenmeister. Ein fähiger Stratege passt seine Taktik dem Können seiner Truppen an. Deswegen ist es wichtig, seine kämpfenden Männer und Frauen bestens zu kennen. Den schwachen Kriegern stellt man Starke zur Seite. So können sie etwas lernen. Sie werden beschützt und außerdem motiviert, ihr Bestes zu geben. Aus diesem Grund möchte ich dich etwas fragen. Welche Rolle wäre deiner Meinung nach für dich in diesem Stadium deiner Ausbildung am besten? Bist du bereit, schwachen Kriegern zur Seite zu stehen oder möchtest du an der Seite starker Kämpfer etwas lernen? Von starken Kämpfern lernen. Dachte ich es mir doch, die gleiche Antwort, die der Gildenmeister gab. Lass mich deine Aussicht, dass das Hermetikerin zu etwas zu bringen, korrigieren. Multipliziere mit den erdelementaren Geotanten, macht das 97,97%. Helebahn und Zauberstäbe sind mächtig, aber ohne eine gründliche äthereologische Berechnung kann keine Strategie zum Erfolg führen. Die Zahlen stehen in das nicht nur in den Büchern, sondern kommen zu dir, im Kampf oder bei der Naturbeobachtung zum Beispiel. Gut, für heute hast du genug gelernt. Kehre zur Gilde zurück an der Stadt Tubrigaim Bericht. Ich werde hier noch etwas verweilen, bis die Gelbjacken aufkreuzen und mir ein neues Angriffsmuster zurechtlegen. Okay, dann wollen wir mal. Ich, wenn ich die falschen Knöpfe drücke, muss mich nämlich jetzt gleich fertig machen. Wie ist die Inspektion verlaufen, Psyker? Hat Kylie dir etwas beigebracht? Ah ja, sich selbst zu kennen ist unentbehrlich für jede erfolgversprechende Taktik. Stoff für die mittleren Semester, du machst schnelle Fortschritte. Fremde zu beurteilen bereitet uns keine Schwierigkeiten, aber die eigenen Stärken und Schwächen sind schwer zu erkennen. Deswegen gehört viel Übung dazu, diese Lehre in die Tat umzusetzen. Du wirst nun auf immer wichtigere Missionen geschickt werden. Bereite dich gut vor, damit du dich in jeder Situation richtig entscheiden kannst. Übrigens, ich empfehle dir, deine Studien auch auf andere Bereiche zu erweitern. Zu viele Studenten sind schon daran gescheitert, dass sie sich nur auf die Hermetik selbst konzentriert haben, ohne sich von den Erkenntnissen anderer Klassen inspirieren zu lassen. Aber es gibt nichts auf dieser Welt, das man nur aus Büchern lernen könnte. Gut, Lesen ist eine Ausnahme, da hast du recht, aber was ich meine, ist, dass du von den anderen Klassen viel lernen kannst, das dich zu einer besseren Gelehrten macht. Statte auf den anderen Gilden einen Besuch ab, es gibt so viel über diese Welt zu wissen. Du hast die Möglichkeit zum Klassenwechsel freigespielt. Du kannst ab jetzt anderen Gilden beitreten und so zusätzliche Charakterklassen erlernen. Abenteurer können in Eosea zahlreiche verschiedene Charakterklassen erlernen. Es ist jedoch empfehlenswert, sich zunächst auf eine Charakterklasse zu konzentrieren und diese dann zu meistern. So, wir haben jetzt Ausrüstungssets. Und wir haben jetzt schon mal Hermetiker. Und den setzen wir uns hier vorne zum schnellen Wechseln dorthin. So. Wir brauchen nur noch so ganz wenig für Level 15. Ne? Ich könnte kotzen. So, wir versuchen noch mal ganz kurz auf Level 15 zu kommen, Leute. Damit ich dann gleich alles für die Anfängerarena habe. Plopp. Oh ne, jetzt sagt mir nicht, der steht. Doch, der steht da oben. Ich kann kotzen. Auf dem kargen Boden wächst einfach nichts. Wenn wir nicht düngen, erreichen wir niemals unser Ernteziel. Was wir brauchen, ist fruchtbare Erde, die wir auf den Feldern verteilen, damit das Gemüse ordentlich gedeihen kann. Wenn du ein paar Säcke fruchtbare Erde besorgen könntest, wäre uns sehr geholfen. Rotwieder kann dir sagen, wo du geeignete Erde findest. Sie arbeitet im Obstgarten. So.
Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch, bevor Schatz kommt. Ich muss mich ja noch fertig machen, so eine Hose anziehen. könnte jetzt ein bisschen knapp werden. Es wird knapp von der Zeit her auf jeden Fall. Ich muss auch noch Schuhe anziehen und alles, ey. Gurkant hat dich gebeten, fruchtbare Erde für uns zu sammeln. Ja, die können wir gut gebrauchen. Wenn du dir nicht zu fein dafür bist, deine Hände schmutzig zu machen, nur zu. Im Kochkessel gibt es die beste Erde. Ab dort musst du tierisch aufpassen, dass du nicht von Auerochsen niedergetrampelt wirst. Die können ganz schön aggressiv sein. Schließlich beanspruchen sie den Kochkessel als ihr Revier. Wenn du 3 Säcke mit fruchtbarer Erde zusammen hast, dann bring sie bitte zu Freval an der Feldscheune. Danke schon mal im Voraus. Ja, okay, das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Deswegen porten wir uns jetzt mal ganz kurz zurück nach Limsa. Und ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja.